Das große Problem zu Beginn deiner mündlichen Prüfungsvorbereitung. Ein paar Wochen nach der schriftlichen Prüfung, roundabout im November, sollten die meisten auch wieder beginnen mit der mündlichen Prüfungsvorbereitung, die natürlich wieder andere neue Probleme mit sich bringt. Die ersten Wochen nach der schriftlichen Prüfung sind für die meisten schön. Im Idealfall konnte man in Urlaub fahren und irgendwann muss man dann natürlich wieder loslegen. Viele sind sicherlich auch schon im Alltagsstress angekommen. Die Arbeit ruft wieder, nachdem man lange in Freistellung gewesen ist und es ist erstmal eine ganz neue Situation wieder. Man muss sich erstmal wieder an das Arbeiten gewöhnen, an den, ich sage jetzt mal, geregelteren allgemeinen Tagesablauf, Wochenablauf. Und dementsprechend ist es jetzt so, dass dieser Start in die mündliche Prüfungsvorbereitung natürlich das ein oder andere Problem mit sich bringt. Da wollen wir jetzt mal gemeinsam drauf schauen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Das große Problem, insbesondere zu Beginn deiner mündlichen Prüfungsvorbereitung. Du bist jetzt ein paar Wochen aus dem Lernen raus. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal gar nicht so schlimm. Man sagt, ja, ich habe jetzt ein paar Wochen nichts gemacht, ich werde jetzt nicht alles vergessen haben. Dem ist natürlich so, aber wir haben folgendes Problem. Du hattest bei der schriftlichen Prüfungsvorbereitung sehr, sehr wahrscheinlich, egal ob du selbstständig gelernt hast oder in einem Kurs, einen sehr, sehr fest definierten Rhythmus, eine Lernroutine. Ob die gut war, ob die sinnvoll war, ob das zu viel war, das sind alles Fragen, die wir jetzt nicht vertiefen wollen. Aber du hattest eine gewisse Art von Routine und deswegen ist es für dich auch normal gewesen zu lernen. Und dieses Normalsein, das entspricht eben diesem Begriff der Routine. Es ist für dich routiniert. Du brauchst jetzt keine großartige Disziplin, weil es für dich normal ist, die Klausur zu schreiben, hinzugehen, die 6 Stunden lang am Stück durchzuziehen, entsprechend dann noch die Nachbereitung zu machen, etc. etc. Je nachdem, wie es bei dir abgelaufen ist, das ist für dich dein standardisierter Ablauf gewesen. Jetzt bist du mehrere Wochen raus aus dem Lernen. Ja, du hast nicht alles vergessen, gar keine Frage. Aber du hast deine Routinen über Bord geworfen, also deine Lerngewohnheiten. Das bedeutet, dass du jetzt erstmal wieder neue Gewohnheiten kreieren musst. Jetzt hast du eine ganz andere Situation. Du hast erstmal wieder deinen Job in der Regel. Du wirst keine Freistellung haben. Ist eher der seltenste Fall für die mündliche Prüfung über so einen langen Zeitraum. Und neben dem Job musst du jetzt wieder, obwohl der Akku richtig so körperlich noch nicht so richtig aufgeladen ist, auch von der Motivation, weil die Ergebnisse ja noch nicht da sind, musst du permanent jetzt lernen, neben dem Job Energie aufbringen und du weißt nicht so richtig, lohnt sich das Ganze. Und jetzt wieder diese Routinen zu kreieren, Arbeit und dann seine Lernzeiten einzuhalten, ist extrem schwer, weil der Kopf von der Motivation, wie ich gerade schon erklärt habe, nochmal zusätzlich als Bremsklotz dient und dann so ein Stück weit runterzieht, wenn es jetzt nicht phänomenal gelaufen ist. Wenn es zu gut gelaufen ist, kann man auch sagen, dann sagt man sich, oh, ich brauche vielleicht gar nicht so viel tun zum Mündlichen. Das heißt, es gibt da einen ganz, ganz geringen Sweet Spot nur, wo man sagt, ja, ich bin richtig motiviert, jetzt Gas zu geben. Und diese Motivation kann man sich nur wiederholen, indem man eben auch da schnell daran ansetzt und daran arbeitet, für die mündliche Prüfungsvorbereitung eine richtig stabile Routine zu kreieren, dass es für dich normal ist. Wie auch immer das konkret ausschauen mag, da gibt es natürlich verschiedene und auch sinnvolle und effektive Möglichkeiten, das Ganze in der Vorbereitung anzugehen, weil diese mündliche eben ganz, ganz andere Dinge erfordert als so eine schriftliche Prüfungsvorbereitung. Das zeigen wir unseren Kunden bei uns natürlich auch oder geben das mehr oder weniger vor, dass sie genau wissen, wie hier zu lernen ist, nicht nur bei der Themenauswahl und der Stoffvermittlung durch uns, sondern natürlich auch insbesondere, wie und auf welche Art und Weise das Ganze geschehen muss, weil das eben eine ganz neue, andere Situation ist. Ja, du lernst für beide Prüfungen, es ist aber ein ganz, ganz anderes Lernen. Entsprechend musst du da methodisch auch anders herangehen. Und gleichzeitig ist das dann eben für viele ganz, ganz schwer, weil man etwas ganz Ungewohntes hat. Es braucht extrem viel Disziplin, extrem viel Willenskraft, wieder reinzukommen, sich hinzusetzen, gerade wenn man nicht so richtig inhaltlich weiß, was mache ich jetzt eigentlich. Ich kann mich vielleicht in einen Kurs reinsetzen, aber du musst auch Selbststudium betreiben. Und das ist für viele so ein Punkt, wo man richtig orientierungslos ist und dann paart sich das Ganze, Orientierungslosigkeit auf der einen Seite, fehlende Routine und Motivation auf der anderen Seite. Und das macht diese mündliche Prüfungsvorbereitung für viele richtig unerträglich, richtig träge. Und dann ist es so, die ersten Wochen sind ins Land gezogen, nächste Woche wird es besser, die nächsten Wochen sind ins Land gezogen, die nächsten Wochen wird es besser. Man redet sich das immer wieder ein und schön und irgendwann kommen die Ergebnisse und dann ist man so in diesem
Adrenalinstoß, oh, ich habe doch bestanden, ich habe nicht selber damit gerechnet, 4-5, 4-3-3, Panikmodus, was mache ich jetzt? Ich habe noch 2-3, vielleicht 4 Wochen Zeit, wenn du Glück hast, ein bisschen länger. Und dann ist auf einmal wieder sozusagen mehr Spannung da und dann kommt man auch ins Lernen rein. Aber natürlich unter Panik, unter Angst ist keine, sage ich mal, gute Lernbedingung, wie man ja da am besten diese Inhalte zu sich nehmen sollte. Deswegen ist es aus meiner Sicht, wenn du abgeben hast, grob fahrlässig, sich nicht vernünftig vorzubereiten auf die mündliche Prüfung. Und das bedeutet einfach, konstant die richtigen Dinge zu tun, auf die richtige Art und Weise da vernünftig Gas zu geben und zu lernen. Das ist nicht so vom Umfang her wie für die schriftliche, aber du musst kontinuierlich eben daran arbeiten. Und das kann ich dir eben mitgeben. Achte darauf, dass du Bewusstsein dafür entwickelst, dass dir die Routinen jetzt fehlen, dass du die erst neu kreieren musst. Das dauert auch ein bisschen, das erfordert Zeit. Und dann kannst du da entsprechend gut performen, wenn du das wiederum integriert hast, diese Lernroutinen und Gewohnheiten und dann eben auch so routiniert, wie du es bei der schriftlichen sicherlich getan hast, für die mündliche weiterlernen. In dem Sinne, wenn du in deiner Examensvorbereitung, egal ob du dich auf die schriftliche vorbereiten möchtest oder wo auch immer du gerade stehst, darfst du dich wie immer sehr, sehr herzlich bei uns mal melden zum kostenlosen Beratungsgespräch, wo wir dir in einem 60-minütigen Gespräch genau weiterhelfen, wo du gerade stehst, analysieren das Ganze, was die großen Hebel für dich sein können in deiner Examensvorbereitung, was du vielleicht aktuell auch verkehrt machst. Wir schauen uns das Ganze eben detailliert an, geben dir da Feedback dazu und zeigen dir, was du effektiverweise noch tun könntest, wie wir das Ganze gemeinsam umsetzen, würden wir dir natürlich auch zeigen, wenn du daran Interesse hast. Und ansonsten freue ich mich natürlich, dass du wieder bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Malo.